und herzlich willkommen zurück in der wunderbaren Welt von The Elder Scrolls Online. Ja, da sind wir nun im Kalthafen, im Reich des Vergessens, wo wir gerade den Auftrag haben, unsere... Oh, Entschuldigung, Spieler, ja, hi, Level 26. Ich habe noch an die guten alten Zeiten erinnern, wo wir nur Level, ab Level 50 oder so rumgerannt sind. Ach, die guten alten Zeiten, wo das Spiel noch schwer war, jetzt ist es ja easy. Aber egal, darüber wollen wir jetzt nicht reden. Wir haben den Auftrag erhalten, unsere Compadros, unsere Mitstreiter, die uns hier im Kampf gegen den lieben Molag, den bösen Molag Baal unterstützen. Das bedeutet, wir müssten die jetzt eigentlich befreien, wenn man nett wäre. Besser, wenn wir die Story vorantreiben wollen. Das sind, glaube ich, die drei Sachen, ne? Das lichtlose Kerkerloch, die schwarze Schmiede und die große Fessel. Das sind, glaube ich, die drei Locations, die gerade richtig wichtig sind. Die sind im Moment hier. Ich würde sagen, wir könnten einfach mal hier rumgehen. Das lichtlose Kerkerloch. Ich sehe zwar da gerade nicht, wie man da irgendwie reinkommt, aber wir werden schon einen Weg finden, oder? Wir werden uns einfach mal in die Richtung begeben. Wir sehen dann eh, wie weit wir kommen. Wir gehen einfach mal hier hin. Der mondlose Gang, da können wir einfach mal hingehen. Wir gehen mal zum mondlosen Gang. Ich weiß nicht, was da genau auf uns wartet, aber wir gehen da einfach mal hin. So, dann will man ein bisschen... Ich habe ein bisschen an den Realtime-Filtern von der Elgato rumgedreht. Das Bild sollte jetzt... Komm ich eigentlich nicht drüber? Doch, komm ich. Das Bild sollte jetzt... da komme ich nicht drüber. Sollte jetzt wesentlich sättigungsintensiver sein. Also hier in Kalthafen merkt man es nicht wirklich, das ist mir schon klar, aber... Also weil hier alles schon so grau ist, so verfallen und zerstört. Weit und breit. Nein, wir brauchen einen Gildenhändler. Kalthafen gibt es Gildenhändler? Das wusste ich gar nicht. Wo ist denn das Tor nach draußen davon? Aber bei anderen Spielen wird man es, glaube ich, sehen. Beispielsweise bei Spielen, die bald kommen werden, die im November erscheinen. Oh, was bald ist, ja, 2 Monate, Rayon. Du bist so ein schnauer Dulli. Und ich habe mir übrigens entschieden, da kann man ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, muss ja nicht immer um das Spiel hier gehen. Wir laufen jetzt hier einen kleinen Fußmarsch vor uns. Können wir hier reiten eigentlich? Wisst ihr mal, mein Reittier passt zu der Landschaft. Das ist getan. Geil. Viele haben sich ja beschwert, dass ich im... Ja, klasse. Dass ich im Landwirtschaftssimulator so eine schlechte Grafik habe. Also so eine schlechte Bildqualität. Da dachte ich mir, investiere ich in ein neues Aufnahmeprogramm. Und siehe da, mein Rechner kriegt auf einmal hin, 4K aufzunehmen. Also freut euch auf die Folgen, die bald kommen werden im Landwirtschaftssimulator. Okay, bald ist relativ. Circa in 2 Wochen. Circa. Denn im Landwirtschaftssimulator, bis in diesem Let's Play, im LPT, nehmen wir ziemlich viel im Voraus auf, aber freut euch einfach auf die Zukunft. Ja, so viel dazu. Ist genug mit mir jetzt geplaudert, jetzt wollen wir uns wieder auf unsere Mission konzentrieren. Auf das lichtlose Kerkerloch. Wir werden übrigens hier auch ziemlich jede Nebenquest machen, da und jede Nebenquest hier was bringt. Eigentlich bin ich ja nicht der Fan davon, während ich eine Hauptquest mache, so viele Nebenquests zu machen, aber. Ich liebe da einen Flächenangriff, das kenne ich auch, guck mal. Ja, ja, guck mal, das kenne ich auch. Klingt zwar nicht sonderlich viel, aber egal. Nächstes Mal, warte kurz. So. Ja, die kommt mal wieder kurz. Ich kann nicht mal hoch. Ja, die ist auf jeden Fall. Halt sie mal. Okay, die machen doch Schaden. Mit dem Bogen die anzugreifen, ist, glaube ich, nicht die allerbeste Idee, aber mit dem Schwert geht das. Momentan ist immer noch voll. Vielleicht sollten wir das ändern, bevor wir irgendwo hingehen. Ja. Das Blöde ist nur, dass wir noch niemanden haben, der uns händlertechnisch in der Stadt unterstützen könnte. Deswegen bleiben wir einfach mal so. Wir können ja später, wenn wir was richtig Wichtiges finden, was richtig Episches, dann können wir irgendwas aus dem Inventar wegschmeißen. Aber so würde ich das eigentlich gerne mal lassen. Denn irgendwann werden wir einen Händler auch in der leeren Stadt haben. Aber den müssen wir, glaube ich, hier erst finden oder befreien, etc. Hi. Hi. Ich werde einfach mal hier mit den Schwertern weiterkämpfen, weil ich finde, dass der Bogen zu wenig Schaden macht. Der macht schon Schaden. Okay, doch, der macht Schaden. Vielleicht hat er vorher weniger Schaden gemacht, weil ich gebufft war durch den Angriff. Das kann natürlich sein. Aber so krass dürfte der Buff doch eigentlich sein, oder? Weil vorher habe ich ja fast gar keinen Schaden gemacht beim letzten Klampern. Komisch. So, aber egal. Was ist da vorne? Ein Eisgeist. Alles klar. Ein Eisgeist. Das sind ja die... Alter, das sind ja die abgefucktesten Gegner aus Skyrim, wenn du mich fragst. Kann ich den nicht hitten? Achso, ich kann sie nicht an. Eisgeister haben übrigens in diesem Spiel die besondere Fähigkeit, erstens, dass sie in der Erde verschwinden können, und zweitens, dass sie gegen Fokusangriffe immun sind. Das heißt, würde ich jetzt mit einem Magier-Zauberstab hier rumfuchteln, könnte ich den nicht anvisieren. Direkt jedenfalls.
Also ich könnte ihn schon mit so einem, so, mit so einem Schuss anvisieren. Da ziehe ich ja manuell quasi. Siehst du, jetzt kommen die. Schon wieder nicht. Hallo, ich will dich fokussen. Das ist bei den Eis. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist, der Effekt, dass die Eisgeister so schön anfokussiert sind. Aber vielleicht ist das auch absichtlich. Viel was. So, Stahlpanzerschuld. Oh Mann. Guck ich den Inventar, ob ich irgendwas habe, was ziemlich nutzlos ist. Brauchen wir die Gifte? Nein. Eigentlich nicht. Was ist das denn? Mahagoni-Schild des Lebens, Stufe 50. Brauche ich denn das bitte her? Dolche können wir aber rein theoretisch zerstören. Ich meine, wir hätten es auch in der Schmiede geben können, aber komm, die normalen Sachen können wir rein theoretisch auch zerstören. Ja, ist mir klar, dass ich gerade was zerstört habe, was ich eigentlich ausgerüstet hatte. Das ist mir bewusst, ja. Die Klinge des Kriegerpropheten hat sie. Okay, wir haben deutlich bessere Sachen. Wir haben deutlich, deutlich bessere Sachen. Warum rüsten wir die nicht aus? Keule des grünen Pakts. Kämpfen wir halt mit einer Keule. Ist okay. Die haben wir. Die Klinge des Kriegerpropheten. Das andere Zeug sieht zwar nicht ganz so geil aus, aber ich will immer schon mit Schwertern kämpfen, ohne Scheiß. Kämpfen wir halt mit Keulen. Das sieht zwar scheiße aus, aber ja, ohne Scheiß, das ist bescheuert aus. Nee, das kann ich nicht machen. Nein. Nee. Wenn, dann muss ich schon mit Klingeln kämpfen. Das andere ist unlogisch. So. Da können wir aber gleichzeitig im gleichen Atemzug auch mal in die Rüstung und gucken, ob wir da schon das Beste ausgerüstet haben. Nein. Wir haben deutlich besseres Zeug. Warum setzen wir das nicht ein? 2300. Das wird länger noch das beste Zeug, was wir einsammeln. Brustpanzer des Kriegerpropheten. Das ist ein krasses Teil, ja, gebe ich zu. Was haben wir hier ausgerüstet? 2000. Alter. Ist kaputt. 2000. Das ist das Beste. Eindeutig, ja. Teil hier. Das ist kaputt, okay. Warum nehme ich halt das kaputte immer noch mit? Mann. Das ist auch das Beste. War es das Beste? Ja, war das Beste. Alles klar, Füße. 2100. Das hat 2000. So. Haben jetzt alles ausgerüstet. Für die Leute, die sich wundern, warum ändert sich hier keine Rüstung? Also, ich wechsle zwar Rüstungsteile, aber es ändert sich hier. Das, was ich hier anhabe, ist ein Kostüm. Ich kann euch mal kurz zeigen, hier bei Sammlungen. Das gut, hier. Meine Freundin. Mögen helle Monde euren Pfad erhellen. Was? Ich gehe gleich auf dich ein, mein lieber Khajiit. Das hier sind Errungenschaften quasi. Diese Kostüme kennt man entweder für echt Geld kaufen oder man hat sie durch Errungenschaften im Spiel freigeschaltet. Also durch besondere Taten. Wo sind Kostüme? Also. Hä? Also Aussehen zuerst und dann auf Kostüme. Denn man kann Frisuren ändern, pipapo und so weiter. Und ich habe ein Kostüm an, nämlich, warte mal, wo ist das Kostüm? Ja, ich habe schon ziemlich viele Kostüme mir freigeschaltet. Die elfische Heldenrüstung, die trage ich gerade und guckt nicht eins höher, das ist illegal. Also nicht illegal, aber verwerflich. Das Kostüm eins drüber über der elfischen Heldenrüstung. Ja, ich weiß, ich spiele einen Menschen, also einen Bretonen und trage eine elfische Rüstung. Ja, ist mir bewusst, dass das gleich komisch wirkt. Kannst du mal. Ja, wir machen mehr Schaden. Ja, machen wir. Rein theoretisch, habe ich einen besseren Bogen? Habe ich nicht mehrere Bögen auch? Das wir mal. Na, kurz, müssen wir mal testen. Nee, Mann, habe ich. Ich habe Haupthand gar nicht ausgerüstet. Hä? Ich habe keinen Bogen ausgerüstet. What? Hier sind die Bögen. 1000. Ahorn oder Eiche? Verursacht Frostschaden, verursacht Frostschaden. Das verursacht immer mehr Frostschaden und erhöht die Chance, Schadenseffekte hervorzurufen um 180%. Dann nehmen wir durch den hier. Wo sind wir? Ah, geil. Später wird es noch richtig epische Bögen geben, also freut euch da auf jeden Fall noch. So, wo ist denn das Kekkerloch? Was ist das hier eigentlich? Hier ist die Quest. Ist das ein Wegschrein oder ein Schiff? Was? Ach so. Ich will nicht nach Anvil reisen. Die Quest wollten wir schon mal starten, aber da wurden wir unterbrochen. Oh, eine Quest. Okay, die nehmen wir an. Hi. Ihr lebt, das ist wahr. Ihr seid eine lebendige Person, nicht wahr? Nee. Ich dachte, ich sei ganz allein hier draußen. Ich wette, ihr kommt aus der Stadt dort drüben. Könnt ihr mir bitte helfen? Das kommt ganz drauf an, aber erstmal, warum seid ihr durchsichtig? Ich bin eine Projektion, Dummerchen.
Mein Bruder und ich sind Teil der Forschungsexpedition der Magiergilde. Nun, eigentlich sind wir sozusagen nur freie Mitarbeiter. Wir wurden von den anderen getrennt, kurz nachdem wir in Kalthafen eintrafen. Aber wir faulenzen nicht. Wir untersuchen diese alte Bibliothek. Und was ist jetzt genau das Problem? Wir haben Lose gezogen und ich habe den Wachdienst abbekommen. Als ich sah, wie die Daedra den Eingang versiegelten, habe ich einen anderen Weg nach drinnen gefunden. Um meinen Bruder zu retten, wisst ihr? Aber jetzt bin ich auch gefangen. Es gibt hier drin jede Menge Kram für magische Projektionen. Genau damit rede ich zu euch. Und wie kann ich euch jetzt genau helfen? Die Magiergilde hat einen Trupp aus Mitgliedern der Unerschrockenen zusammengestellt, den besten Verliesvagabunden aus allen drei Allianzen. Für den Fall, dass sie auf Ruinen oder Relikte stoßen. Mein Bruder ist mit ein paar anderen Schatzjägern in die alte Bibliothek gegangen. Dann sind die Daedra aufgetaucht. Sehe ich das richtig? Ihr habt es begriffen. Hört zu, mein Bruder ist zwar der Fachmann für so etwas, aber ich glaube, dass die Daedra die Projektionslinsen benutzen, um Leute zu beobachten, die in der Bibliothek gefangen sind. Solange die Linsen aktiv sind, werden sich die Türen nicht öffnen. Ich glaube, es ist Zeit für etwas Sabotage. Ich soll die Linse also zerstören? Das war genau mein Gedanke. Ich werde euch von drinnen so viel wie möglich unterstützen. Folgendes kann ich euch sagen. Eine der anderen Gelehrten nannte diesen Ort die Bibliothek der Dämmerung. Sie konnte es gar nicht abwarten, mit der Erkundung zu beginnen. Bitte beeilt euch. Was die Daedra auch wollen, es kann nichts Gutes sein. Allgemein, was die Daedra wollen, kann nichts Gutes sein. Ich meine, Daedra, hallo? Nein, das kann nicht Gutes sein. Da hast du vollkommen recht, meine liebe Kiret Varnos. Komischer Name. Oder bist du Waldelfin? Bist du? Ja, ich glaube schon. Ich sehe deine Augen gerade nicht, aber ich denke mal, du bist eine Waldelfin. So, leb wohl! Oder? Bist du eine Waldelfe? Du siehst aus wie eine Elfe von der Augenform her. Nein, geh weg. Ich will die Quest wechseln. Warte mal. Nee, die Linse ist da drüben. Das wäre da drüben. Zerstör die dädrischen Linsen. Okay, da. Ich geh mal raus, dass der Ego ansieht. Das berührt mich gerade gar nicht. So, da drüben sind die drei dädrischen Linsen. Okay, da müssen wir auf jeden Fall hin. Warum ich hier auch Nebenquests annehme, das habe ich auch schon erklärt. Ich weiß nicht. Ich erkläre es einfach nochmal. Alle Leute, denen wir hier helfen, die werden uns dann in der leeren Stadt unterstützen. Die werden uns dann im Endkampf gegen Molag Bal zur Seite stehen. Die werden uns dann, wenn es wirklich hart auf hart kommt, als Freunde und nicht eventuell als Feinde begegnen. Das bedeutet, jedem, den wir hier helfen, bevor wir den Endkampf wirklich an die Spitze tragen, das ist ein Vorteil für uns am Ende. Da sind viele Leute. Oh ja. Nö. Das hätte ich aber gern. Alter. Und schau. Aber. So viel bringt der Pfeilhage aber nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist krasser. Pfeilhage bringt ja wirklich nicht wirklich. Ein bisschen was, aber wenn ich ein paar präzise Schüsse drauf heize, bringt es doch deutlich mehr, oder guckt ihr das mal an? Das bringt ja das Doppelte, mehr als das Doppelte. Also rein aus den Daten sollte es eigentlich nicht so viel bringen, aber das ist ja immer nur so eine kleine Schätzung. Aber egal. Geil. Das ist die Linse? Was ist hier die Linse? Ach, war das noch gar nicht die Linse? War das einfach nur so ein Vortrupp, oder wie? Da geht's ja noch weiter. Da geht's ja wirklich noch weiter. Ich dachte, das wird jetzt so ein easy Pfad. Wir machen drei Gegner weg und eine Linse ist tot. Nein, es ist noch mehr. Das Lustige ist auch, je öfter ich mit dem präzisen Schuss treffe, desto mehr Schaden macht das Teil. Also Bonus-Schaden nochmal drauf. Was sehr, sehr geil ist. So. Jetzt haben wir auch noch was Kaltflammen-Atronach. Also ich habe Flammen-Atronachen kenne ich, aber Frost-Atronachen kenne ich auch. Aber was ist ein Kaltflammen-Atronach? Ah, jetzt ist er tot. Wo ist denn diese fucking Linse? Irgendwo muss sie doch sein. So, hier will ich beispielsweise sowas. So. Zünde das an! Ja, ja, zünde das. Nein! Okay, wollte das so. Nein! Ich kann sterben hier. Welches Stück entscheide ich? Das ist auch der Vorteil, wenn man mit Champion-Punkten spielt. Man kann selbst entscheiden, wer stirbt wann oder wo. Stahlkür ist ein blauer, geil. Also man hat ziemlich viel Einfluss auf Buffs und so weiter.
Wenn mich jemand mit einem Buff belegt oder irgendwie stark an meinem Leben kratzt, dann setze ich einfach einen starken Heiltrank ein und dann hat sich das die ganze Geschichte. Aber was haben wir gerade für einen Brustpanzer bekommen? Das hat mir gerade ziemlich angetan. Dieser blaue Schein. Wo wir tragen einen lilanen, was besser ist. Nee, aber der ist trotzdem besser. Weil er ein wesentlich höheres Level hat. Und der gewährt maximales Leben. Der auch. Der mehr. Krass. Ja, nehme ich mit. Ist gekauft. So, ja, wir rüsten hier doppelt auf, ne? Das ist schon schön. Also, wir sind auf jeden Fall produktiv. So, wo ist denn also die Linse? Die muss doch irgendwo sein. Hallo, Linse. Da oben, oder was? Muss ich da hoch? Okay, da hinten ist. Was ist denn gerade für ein Schein? Was war da gerade für eine Projektion? Die Linse sollte hier oben. Was war denn jetzt schon wieder? Wieso sollte ich mit euch reden? Ich muss doch die Linse zerstören. Du hast mir doch den Auftrag schon gegeben. Oder hast du dich anders entschieden, meine Liebe? So, widrische Linse zerstören. Funktioniert das? Könnt ihr mich sehen? Ich werde versuchen, euch zu zeigen, was in der Bibliothek vor sich geht, während ihr diese Linsen zerschmettert. Also los. Ja, drei Leute mit Büchern. Habt ihr das gesehen? Ich werde einige Anpassungen vornehmen, während ihr die nächste Linse sucht. Da waren drei Leute mit Büchern. Was soll mir das jetzt sagen in der ganzen Story hier? Ich weiß ja nicht, was du von mir willst. Also ich weiß ja, dass wir die ganzen Linsen jetzt zerstören müssen, damit sich die eine Tür öffnet, damit wir die Leute da rausholen können aus der einen Bibliothek. Ich glaube, das könnte das lichtlose Kerker noch sein. Wo wir eigentlich sowieso hin wollten. Was ist das eigentlich für ein geiler Kristall? Das ist ein bisschen aus wie Mithril. Wer das kennt, aber in die Kommentare. So. Ja, aber ich würde sagen, Leute, das soll es jetzt mal gewesen sein für diese Folge von Elder Scrolls Online. Ich würde sagen, die Lage spitzt sich immer weiter zu. Wir sind zwar immer noch am Ressourcen-Mitstreiter sammeln. Mitstreiter kann man sammeln. Zusammentrommeln, sagen wir so. Ist ein netterer Ausdruck dafür. Aber egal. Ja, Leute. Ich würde sagen, lasst die klitzekleine Bewertung da und noch ein nettes kleines Kommentar. Und wenn ihr neu seid, vergesst das Abo nicht, denn dann könnt ihr nicht mehr verpassen. Und ja, ich verdanke mich wieder mal mit einem Ray und sagt ciao. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.